Hallo meine werten Freunde und willkommen zurück zu Let's Race Kirby und es geht gleich spannend weiter in der Honiggalaxie. Ja, jetzt von den Scheiß da. Und bei Jonas nicht. Ey, ist schon ein Tag her, ich habe die Steuerung vergessen. Ja, das ist ein Problem, das viele Leute haben. Steuerung nach einem Tag zu vergessen. Alzheimer. Hallo Gordov. Boah, hier leckt's, weil hier so viel los ist. Ah, es leckt. Ja, leck mich am Arsch. Was ist das hier für ein Ding? Welches Ding? Keine Ahnung, ich hab's nicht kaputt machen. Mein Auge juckt. Ah, ätzend. Und Zwischenboss. Hallo, Fun. Okay, Fun. Man kann zwei auf einmal schlucken, cool. Ja. Und wenn man zwei auf einmal schluckt, die eine Fähigkeit besitzen, dann habe ich eigentlich... Wieder die Tornado-Fähigkeit und weiter geht's. Ja, wie gesagt, wenn man zwei auf einmal schluckt, die eine Fähigkeit besitzen, dann bekommst du eine dritte andere. Nein! Blöder Fun. Jetzt habe ich daneben geschossen. Und jetzt hat er mich. Blöde Sau. So, jetzt habe ich ihn. Wurf. Ich bin jetzt ein Kämpfer. Ich kann jetzt Dinge ansaugen und Dinge ansaugen und die dann wegschleudern. Hier komme ich nicht weiter. Muss ich hier hin? Du denkst dran, was ich dir gesagt habe, wenn du ein Feuerball bist, was du dann machen musst? Ja. Ich habe ihm so ein bisschen geholfen, weil ich ja eh schon gewinne und dann kann ich auch mal helfen. Hat sich einfach so festgelegt. Ja, haben wir doch ausgemacht. Wofür habe ich dir die 50 Euro gegeben? Ich hab das Schreiben nicht erhalten. Scheiße. Hat's Robin eingesteckt. Immer diese... Ja, jetzt sag ich nicht, das wäre fies. Nee, sag das doch nicht. Immer diese... Diese Freunde. Leute, die kleiner sind als eins. Diese Null. Jetzt hab ich's erst verstanden. Hat aber ganz schön gedauert, ja? Ja. Ach ja, bei Kirby ist es übrigens so eine unbestimmte Regel. Immer wenn du dich zwischen zwei Wegen entscheiden kannst, ja. Und du auf einem einen Goodie siehst, nimm den anderen. Warum? Denn immer da, wo das Goodie nicht ist, beziehungsweise, beziehungsweise halt ein schlechteres Goodie, ein ziemlich schlechtes Goodie ist, ist auf der anderen Seite ein gutes, beziehungsweise überhaupt eins. Ist so eine unbestimmte Regel bei Kirby. Also. So, geht's jetzt hier weiter, hä? Hier runter. Welche Welt bist du? Warte, ich seh's gerade nicht. Immer noch Regenbogendings. Immer noch Regenbogendings. Ja, guck doch mal auf die Karte, dann weißt du, in welche Welten du übergreifen kannst. Ja, wenn ich wüsste, wo in der Regenbogen ich bin. So, hier kann ich mir eine Batterie holen. Eine Batterie? Spielst du Outlast? So, komm ich hier hin? Wieder zum Anfang, sehr schön. Das lohnt sich. Du kannst auch mal auf die Karte gucken vom Regenbogen-Ding, du... Wenn ich ihn noch offen hätte. Ja, dann machst du doch auf. Einfach Start drücken. Ja, damit du hier wieder einen Zeitbonus bekommst, ich verstehe schon. So. Und dann kannst du sehen, dass da, falls du sie aufmachen würdest, könntest du sehen, dass da kleine Flecken und, also kleine Räume und große Räume sind. Die großen Räume sind entweder Ziele, das steht dann aber auch dran, oder was sind die noch? Oder solche Türen. Okay. Und wenn du dich erinnerst, müssen wir diese Türen alle finden. Ja. Aber nur wenn ich mich erinnere, ne? Falls du das einrichten kannst. Ah, Laserstrahlen! Hui! Laser! Komm her, du! Gib mir dich! Danke. Alter, hier ist wie so viel los in diesem blöden Regenbogen, sage ich schon, in der blöden Honiggalaxie. Zack. Und rein da. Oh ja, ich auch. Ich in den Stern und du wahrscheinlich in die Tür, aber... Das ist ja in dem Moment egal. Oh, eine Maxi-Tomate. Keine mittelfruchtige Fleischtomate? Nee. Die Master Hand ist mein Lieblingszwischenboss. Weißt du auch warum? Warum? Super Smash-Fähigkeit, hast du das etwa schon wieder vergessen? Ja. Was ich dir erzählt habe gestern. Vor allem Leute, es war wirklich erst gestern. Das ist kein Scherz. Für die Leute übermorgen. Nee, morgen. Ja, aber ja, vorgestern quasi. Für euch vorgestern, für uns gestern. Das ist wirklich kein Scherz, das ist ernst gemeint. Und nicht Dieter, ernst? Detlef.
Also, die Soße? Detlef, die Soße, ja. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, aber ich hab einen fetten Spiegel gefunden. So, rein da. Ah, dann hast du ein Ziel gefunden. Da müsste jetzt ein Stern sein und dann fliegst du nach oben, gell? Mit diesem Stern. Ja, ja. Das ist sinnlos, diese Ziele. Oh Mann. Da kriegst du halt ein paar... Könntest du theoretisch ein paar Leben sammeln, aber ansonsten bringt dir das eher nichts. Yay, Kirby freut sich. So, sehr schön. Ich bin wieder aus der Welt raus. Ich musste gerade meine Super Smash-Fähigkeit loswerden. Ja, mal rechts lang. Eine schöne Super Smash-Fähigkeit, aber wenn es solche langen Geraden gibt, dann fahre ich lieber mit Rad rum. Das lohnt sich wesentlich mehr, als hier allen Gegnern auszuweichen. Oh, ein UFO, ein UFO, ein UFO. Die UFO-Fähigkeit ist cool, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Ja, die ist cool. Da fährt man wirklich als UFO rum. Ist die cool. Au, 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 blödes UFO. Ein UFO? Ein Rufo. Hier war ich doch gestern schon mal. Wow, das war knapp. Nein, Sonic. Toll, jetzt ist mein UFO weg. Na Rakete, na Rakete. Na Glutmine. Komm her, komm her. Ja, weil ich meinen Bienenspiegel rein. Du kennst auch übrigens, ich weiß nicht, ob man das bei dir ordentlich sieht. Du erkennst auch, in welchen Spiegeln du schon mal drin warst und in welchen... Ah, ich wurde geknutscht. So. Okay, erkenne ich das? Ja, wenn du dich neben die Spiegel stellst und ein Rand um die Sterne oben drüber ist, dann warst du noch nicht drin und wenn wenn kein Rand drum ist, dann warst du... Ich kam gerade aus dem Spiegel und da ist ein Rand drum. Ja, weil du noch nicht zurückgelaufen bist. Also. Das zählt in beide Richtungen. Halt, dann muss ich da unten, da komme ich gar nicht hin. Alter, jetzt reicht's mir mit euren blöden Viechern hier. Ja, bitte, einer von euch hier. Gibst du mir eine Fähigkeit, wenn ich die einsorge? Nein, gibst du mir nicht. Wer war's denn? Ich weiß es nicht. Ja, gut, gut, das ist gut. Gut, das ist gut. Das hat auch noch niemand so in dem Zusammenhang gesagt. Oh, ich bin beim Endboss. Vom Spiel? Naja, Endboss Welt 9. Britzel! Das wollte ich haben. Masterhand und Crazy Hand. Verloren. Cool. Ich mag Britz. Masterhand und Crazy Hand sind die neunten. Ist der neunte Endgegner. Sind die neunten Endgegner. Ah, ich treff's nicht. Kann ich dich damit brutzeln? Mich? Nee, geht nicht. Nee, das wieder. So, der eine ist tot. Die Range ist nicht groß genug. Oh Mann. Ich hab mich so gefreut, da in den Spiegel reinzugehen, aber gut, dann gehen wir halt woanders lang. Ich mag Britzel irgendwie überhaupt nicht. Ich hab gedacht, das ist die coole Blitzfähigkeit, aber es war nicht die coole Blitzfähigkeit. Es gibt nur eine Blitzfähigkeit. Na, die andere ist dieser Blitzstrahl. Beam! Das ist doch nicht Blitz. Das ist Laser. Ich nenn's Blitz. So, ich habe übrigens den dritten Endboss besiegt, also in dem Fall den neunten. Und jetzt besiege ich als vierten Endgegner den dritten. Das ist doch eine Idee, oder? Ja. So, dann muss ich hier drüben rein. Und dann, wo muss ich lang? Da muss ich lang und dann... Bin ich überhaupt? Hier bin ich. Rechts. Kann ich denn das so, dass eine Tür geht, lässt sich die Leben auffüllen? Nein. Hä? Komisch. Er hat doch gerade noch einen Strich. Hast du vielleicht irgendwas eingesammelt? Ich weiß nicht, auf einmal waren alles so voll Fragen. Hast du denn noch Freunde gerufen? Ja. Ja, mit denen knutschst du manchmal, also. Und dann geben die dir Leben. Batsch. Ha, ich hab noch was beigeschaltet, glaube ich. Ja. Hui, Hopsala. Die Hopsalas, die sehen irgendwie aus wie Evoli, finde ich. Wirklich? So ein ganz kleines bisschen, das sind diese gelben Hüpfeviecher. Ein Stückchen weit aus wie Evolis. So. Und dann gehen wir hier rein. Zack. Nein. Jawohl. Nein, ich hab ein Store gefunden. Das. Gehen wir gleich dann mal weiter. Oh, ein Hammermann. Hallo Bonkers. Ja toll, die Fähigkeit ist ja kacke. So. Welche denn? Zenado-Fähigkeit habe ich gerade gehabt. Damit kam ich aber nicht weiter. Da. Ich habe jetzt Hammerfähigkeit. Und ich bin beim nächsten Endgegner. Wir? Ja, ja. Ich sag doch, du musst mal mein LP gucken, damit du weißt, wie das geht. Hey Freunde, los, kommt mal ran! Oh, die haben sogar ein Leben mitgebracht. Die sind ja freundlich. Auf Fresse, Talpar! Nein, gib mir das. Ja, Leben aufgefüllt, geil.
Nein! Gib mir das! Nein, weg da! Okay. Nein! Na, egal. So, ich hab das mal ganz schnell gemacht. Ich hab die Hälfte der Scherben. Schön. Ja. Ich weiß Bomben. Ich hab einen Hammer. Und Kirby auch. Oh Gott. Wo soll ich denn rein? Werf die Scheißbombe doch jetzt mal weg. Wo soll ich denn reingehen? Soll ich erstmal Welt 6 machen oder soll ich die andere? Ja, sowas von egal. Ja gut, dann ich frag dich nie wieder. Ich wollte dich gerade fragen, ob ich erstmal Welt 6 machen soll und dann, oder eine andere suchen, aber gut, wenn du dich nicht für mich interessierst, dann halt nicht. Ja, so. Ach, nicht mich abknutschen, ich hab einen Hammer. Und Kirby auch. Das ist eine Tür. Jawohl. Ah, sehr gut. Jetzt immer noch der Regenbogenroute, aber scheiß drauf. Ich gebe dir einen Tipp, auf der Regenbogenroute gibt's keinen Endgegner. Du musst auch mal... Ich weiß, ich versuche gerade irgendwo anders hinzukommen. Aber. Du musst auch die so Welten wechseln. Ich bin da schon in das nächste Tor rein. Also ich habe immer ein Tor mehr gefunden. Du meinst so eine... Du warst inzwischen in so einem großen Raum. Ja. Wenn du das meinst, was ich denke, dann ja. Musstest so einen Schalter aktivieren. Alter, es lädt. Ja, so einen fetten Knopf. Und wo warst du da? Irgendwo oben. Also wahrscheinlich zu Welt 4, so wie das auf der Karte aussieht, auf die du nicht gucken willst. Gib meine Fähigkeit wieder. Oh, meine Fähigkeit ist weg. Meine auch, ich hab gerade meinen Hammer gegen Feuer getauscht. Oh nein, ich hab die Schlaffähigkeit. Warum saugst du die Schläfer auch ein? Ich wusste, dass das Schläfer sind. Wenn sie schlafen, dann sind es Schläfer. Hat er nicht geschlafen. Ja gut, manche laufen auch rum, ist richtig. Leute mit Mütze sind grundsätzlich Schläfer. Okay. Ah ja, ich mag die Feuer. Oh, ein Chefkoch! Oh, Lollipop. Hallo, Chefkoch! Funnyball. Das ist ein toller Name. Funnyball. Ich bin Chefkoch. Nicht Hannibal, Funnyball? Funnyball. Ich hab Hannibal gedacht. Ich bin ein Chefkoch. Und jetzt gibt's Sushi. Ein bisschen Salz rein und rühren und... Aus drei Fischen kommen ein Hamburger, ein Reiskloß und eine Kirsche raus. Erklär mir Alter, das... Alter, ich bin... Was bin ich denn jetzt? Erklär mir das, was daran falsch ist. Alter, ich bin Sonic! Wie, du bist Sonic? Der Hedgehog, ich hab noch einen Raum gefunden. Du bist so ein Rad oder wie? Jo, du hast jetzt bin ich links. Miau. Du hast ein Rad eingesammelt, sag das doch. Oh, da, okay, das war sinnlos. Oh, hallo, Schachtula. Hilfe. Miau. Ja, aua. Miau. Ich hier und meine Zwischenbosse, hä? Ey. Er hat mir meine Fähigkeit geklaut. Du machst hier irgendein Kappes und ich muss hier immer gegen Bosse und Zwischenbosse kämpfen. Ich hab vergessen, den Timer zu schotten. Das ist nicht mein Problem. Bei Nein, ich habe ja Aufnahme auf mich sehr, wie lange wir aufnehmen. Hilfe. Aua, ach Mann, dieses kacke Schenk. Ja, friss das, Schachtula. Ich bin ein Magier. Ich bin ein Magier. Erst war ich Chefkoch, jetzt bin ich Magier. Bist doch behindert? Nein, aber ich bin ein Magier. Geh da runter. Und ich verwandle alle meine Feinde in Essen. Schon wieder? Habe ich doch erst mit dem Chefkoch gemacht. Ich glaube, das könnte Tonis Lieblingsfähigkeit sein. Habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, Toni. Der das eh nicht gucken wird. Ey, lass mich doch mal aus der scheiß Regenbogenroute raus. Guck doch mal auf die Karte. Geil. Nee, ich meine nur, wenn... Anstatt dich zu beschweren, guck einfach mal auf die Karte. So, hier halt aber, oder? Nee. Also Freunde, wenn ihr Fortschritt sehen wollt, dann guckt bei mir, wenn ihr verzweifelt... Weil wir sehen es immer ein bisschen mehr vom Level. Hey, Feuer. Und wenn ihr verzweifelt sehen wollt, dann guckt bei ihm. Hier komme ich jetzt... Achso, ich weiß wie. Also müsste ich die Fähigkeit aufgeben, oder? Ja. Egal, machen wir mal. Hör auf, den Stern wieder einzusaugen. So. Aua. Und wo bin ich? Ja! Nächste Welt. Welt 3 oder wie? Ja. What'll do? What'll do?
In Welt 3 gibt's übrigens auch... Ach, jetzt leck mich, du blödes Laserviech. In Welt 3 gibt's übrigens auch die braune Farbe. Ja. Mach da mal das Ding da weg. Wollte ich dich nur mal dran erinnern. Oh, Tür. Sehr gut. Nächste Tür gefunden. Meins. Jetzt fehlen mir nur noch 6 Türen, dann habe ich auch dieses Ziel erreicht. Danke. Hallo, Schwertmann. Freefall Tower. Ach ja, übrigens, ja. Hast du in der letzten Folge gesagt, als du den Heavy Knight eingesammelt hast, du bist Zelda. Du bist, ja, ich weiß. Ja, aber der Schwerttyp ist leider nicht Zelda. Aber ich war Zelda. Ja, nein, warst du nicht. Du warst höchstens Link. Was ist das hier? Sprich halt nicht mit mir. Würde ich auch nicht machen. Was? Du warst höchstens Link und nicht Zelda. Ja, ja. Ich war der Typ aus Zelda, so. Hör auf mich zu schlagen. Batman. Ich bin ja noch... Nein, Batman, lass mich in Ruhe. Nochmal Batman. 2 Batman. Und da ist ein Evoli. Und ich habe meine Fähigkeit verloren. Was ist denn das für eine? Bombe. Ist aber nicht so wichtig. Warum bin ich jetzt schon wieder auf der Regenbogenroute? Das ist ein Batman. Hier ist noch ein Heavy Knight. Den nehme ich mit. Oder auch nicht. So, ich habe den zweiten Herzcontainer. Das Ziel habe ich auch erfüllt. Soll ich noch irgendwas zu Fortschritt und... Stahlgarde ist was? Stargate. Nee, Stargarde. Nee, ich habe keine Ahnung. Hui! Oh, ein Leben. Jetzt habe ich 13 Leben. Hallo Stein. Hey, ich will dich. Wie kommt man denn da runter? Ah, okay, so kommt man da runter. Durch die Tür gehen wir gleich. Ich will erstmal hier runter gucken. Au, Stein. War ich hier nicht vorhin? Okay, das hätte ich mir vielleicht... Entschuldigung, das hätte ich mir vielleicht besser überdenken sollen. Bevor ich die Stromschnellen hier runterfahre. Hier war ich vorhin. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich da jetzt wieder hochkomme. Oh, ein UFO. Hallo UFO. Ach nö, ich behalte den Stein. Komm her, Stein. So, was haben wir denn alles für Türen zur Auswahl? Ich habe hier so eine Tür, wo führt denn die hin? Die führt mich da zur Regenbogenroute, aber wo führt denn Fischi. Das links hin zur Regenbogenroute? Und das rechts führt auch zur Regenbogenroute, okay. Karte gucken. Ich will dir nur helfen. Hier. Die. Echt? Du musst einfach nur auf Start drücken und dann zweimal oder einmal Select. Also wir müssen wieder das Spiel rennt haben. Start und dann Select. Eins oder zweimal, dann bist du auf der Karte. Ja, toll, ist jetzt mir auch nichts weiter. Da siehst du es aber mal, wo du überall in Welten reinkommst. Ich sehe nur, wo ich die scheiß Tore habe. Es hilft mir überhaupt nicht weiter. So, das für Dings, das weiß ich, das war ich schon. Er hat noch da oben noch so ein Ding hier. Ich bin übrigens beim fünften Boss. Ich habe den fünften Boss übrigens besiegt. Da war ich noch nicht, oder? Doch, hier war ich schon, oder? Ja, hier war ich schon. So, ich würde auch mal sagen, Aufnahmepause, oder? Ja. Ja, warte, ich lasse Kirby noch zu Ende tanzen. Das hat er sich verdient. Okay, Freunde, bis zur nächsten Folge. Tschüss.